Hallihallo, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Crushed. So, diesmal in der Alpha 0.03a. Ja, und es hat sich wieder mal ein bisschen was getan. Und ich kann euch das mal zeigen. Nee, hier jetzt nicht. Okay, gut. Man kann definitiv jetzt speichern. Aha, sehr gut. Das, habe ich mir ja die ganze Zeit gewünscht. Und jetzt funktioniert es auch. So, dann gibt es noch ein paar Neuerungen. Und zwar sollen jetzt wohl Erze hier rumliegen. Das heißt, keine Ahnung, wahrscheinlich Metall oder Kupfer, irgendwas, was auch immer. Aber wir gehen natürlich erstmal die Spitzhacke holen. Und das heißt jetzt auch... Ah, schön, die Sonne geht auf. Oh, das sieht ja jetzt geil aus. Junge, Junge. Das sah das letzte Mal auch nicht so gut aus. Oh. Uiuiui. Sehr gut. Der See ist noch da. Wunderbar. Ja, also wie gesagt, speichern ist jetzt möglich. Das heißt, wir können unseren Bau... den ich da immer schon zum dritten Mal wieder angefangen habe. 28 Steine, oh, sehr schön. Können wir jetzt endlich mal fortführen. Und müssen nicht jedes Mal neu anfangen. So, Pilze, hier gibt es keine Pilze. Dann gehen wir mal zur Heizung. Aha, kann ich rennen. Renn. So, hier ist Le Spitzhacke. So, was gibt's hier auch was Neues? Diese lustige Playlist. Ne, hier gibt's nichts Neues. So, die Steine nehme ich gern. Okay, das heißt also, wir klappern jetzt erstmal die Heizungen ab. Cannabis! So, wo waren denn die anderen? Was ist denn das für eine Playlist? So, der eine war hier. Da müsste der andere, die andere Heizung, hier irgendwo gewesen sein, ne? Soweit ich mich erinnern kann. Aber außer weitem Feld, weiten Wiesen, nichts. Ist die Karte auch grün? Oh. Autsch. Okay. Ach ja, hier war davor Wasser, ne? Stimmt, und jetzt ist hier so, naja gut, etwas seltsam texturiertes, aber immerhin Grünzeug. Ah, jetzt kommt da mal ein besseres Lied. So, toll. Jetzt kann ich mir dann erstmal einen Verband herstellen. Denn jetzt sind wir schon verletzt, weil wir in die graue Zone gelaufen sind. Oh mein Gott. So, und Pilze hier? Nein, auch nicht. Schnappe ich mir mal das Holz hier auf dem Weg. Zack, Holz brauchen wir viel. Wenn wir viel bauen wollen. Hier ist nochmal Stein. Für Lagerfeuerio. Und da sehe ich Pilze. Sehr gut. Pilze. Nahrhaft, schmackhaft, pilzig. Einmal. Na toll. Plural war wohl nicht. So, ja, wo ist das andere Heizungsding? Der ist ja wie ich, nach kurzem Rennen schon erschöpft. Merkwürdige Farbunterschiede hier. Und irgendwie flimmert das Bild so ein bisschen. Zumindest bei mir. Und oben ruckelt's. Ich hoffe, das ist nicht in der Aufnahme. Ja, doch ein bisschen. Sieht ein bisschen ruckelig aus.
Oh, das hier ist ja gemein. Ah, da ist jetzt die zweite Heizung. Ach so, nee, das hier gehört, glaube ich, noch dazu, ne? So grünbraun. Und das da hinten ist dann ein Unterschied. Ist das V-Sync? Kann ich hier? Hi, Texture Quality High, Anti-Analyzing Disabled. Machen wir mal an. Aber welches? SMA. Antitropischer Filter. Antisotropisch. Oh, so tropisch. Ah. Blumen. Blumen lasse ich mal aus. Motion Blur auch. V-Sync ist an. Dann machen wir es mal aus. So, mal schauen. Ja, ist immer noch so ein bisschen. Ne, dann mache ich es mal lieber wieder an. Huch. Schwarzer Bildschirm. Ah, okay, gut. Was ist... Ah, okay, das ist Dingensverdeckung. Texturqualität high, medium. Very high, Schatten, okay. Naja, gut. Ich glaube, das kommt von der Lichtstimmung. Dass durch die Lichtstimmung, durch die verschiedenen quasi so von der Sonne her, dass deswegen hier so ein bisschen die Farben so zuckeln. Aber oben die Framerate ist echt kacke. Also im OBS, das was ihr jetzt seht im Spiel, ist es nicht so. Naja. Mal schauen, vielleicht gibt es ja dann auch nochmal ein Performance-Update. So, was haben wir hier? Die Kantine. Oh, die ist sehr wichtig, jawohl. Die ist sehr wichtig und die sollten wir auch gleich mal mit Wasser füllen, eventuell. Aber zuerst mal noch das andere, die andere Heizung ablaufen. Wo war die? Die muss ja dann in diese Richtung gewesen sein. Ding, ding, ding. Da, da, da. Ich sammle einfach fröhlich. Ja, sehr gut. Ist da Wasser drin? Nö, ist weiß. Das ist auch cool gelöst mit dem Wasser. Wenn weiß, dann ist leer. Und wenn blau, dann ist voll. Das ist praktisch. Hunger haben wir noch keinen. Hab auch schon lange keine Pilze mehr gesehen. Stapf, stapf, stapf durch die Prärie. Ja, also die Entwickler, die sind da. Aber war das nicht Alpha 03B? Und jetzt ist A? Kann mich gar nicht mehr erinnern, wie was das letzte... Aber ich habe irgendwas mit B im... in Erinnerung. Oder war das 02B? Oder 01? Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt die 03A. Hier sind Pilze. Oh ja. Oh, drei Stück sogar. Sehr gut. Das heißt, ich sollte eventuell wieder in der Nähe von diesen Bäumen bauen. War das nicht sogar hier? Haben wir nicht sogar hier gebaut? Ich glaube schon. In der letzten, beziehungsweise in den letzten Folgen. Ja, ich glaube, da haben wir sogar hier gebaut. So, ich laufe, wie gesagt, die Map eben mal kurz ab. Denn wenn wir speichern können, dann können wir natürlich alles, was wir jetzt finden, die Flare Gun fehlt noch. Was war denn das? Flare Gun? Die Kantine, also die Trinkflasche und die Spitzhacke. Aber waren das nicht vier so eine Heizungs... Keller, Heizungssteine, Heizungsberge? Ich glaube schon.
Stopp, 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 stopp. Da, 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 da. So, wie sieht's aus? Pilztechnisch. 5 Stück. Könnten wir mal haben. So, jetzt ist... Ah, okay, jetzt ist die Gesundheit auch wieder voll. Sagte er und lief ins Dunkel. Nein. Da ist wieder eins. Ich glaube, das ist das nächste. Kann das sein? Sind das 3 oder sind das 4? Ich lasse jetzt mal meine Ausdauer ein bisschen weiter aufladen. So, jetzt wieder rennen. Ja, das ist definitiv das dritte. Aber dann sind es, glaube ich, tatsächlich nur 3 Stück. Und keine 4, wie ich dachte. Kann ich mir eigentlich knien, hinknien? Nö. Das ist immer praktisch, wenn dann die Ausdauer schneller wieder hochgeht, wenn man sich hinkniet, hinsetzt, wie auch immer. Finde ich immer äußerst praktisch. In so Laufsimulatoren wie dem hier. So, hier bei der nächsten Heizung. Le Flair Gun. So, immer noch unbegrenzt. Wo ist sie? Da ist sie. Halt. Ja, immer noch unbegrenzt. Sehr gut. Oh, Pilze. Da brennt der ganze Hügel. Und die Framerate rutscht in den Keller. Naja, normal. Oh, oh, oh. Auch schön das Geräusch, das die machen, dass es dann so aufhört. So, dann wollen wir mal schauen, ob wir jetzt hier Erze finden. Na, wir finden Pilze. Ist auch nicht schlecht. Pilze, Erze. Immer noch dieses sanfte Geräusch. Oh, tatsächlich. Was bist du? Kann ich nicht nehmen, ne? Nee. Wir haben irgendein Erz gefunden. Also das verspricht schon mal geil zu werden, wenn man hier Erze findet. Das heißt, wir können wahrscheinlich im nächsten Update oder in einem der nächsten Updates mit einem Furnace rechnen, also mit einem Schmelzofen, wo wir dann quasi Metalle oder sowas machen können. Was dann natürlich auch weitere Crafting Objekte mit sich ziehen wird. Waffen eventuell. Oder andere Speerteile oder irgend sowas. Stein und hier tatsächlich irgendein Erz. So, Holz. Und da ist noch mehr Stein. Ich meine, Stein brauchen wir aktuell noch nicht wirklich. Kann dann natürlich auch sein, dass dann gegen später irgendwann mal Steinhäuser oder irgendwie Steintüren oder irgend sowas möglich werden. Tick, tick. 10 und hier. Ja gut, es gibt wahrscheinlich nur dieses eine. Ach, was soll's. Eins nehme ich noch. Eins nehme ich noch mit. Achso, und da drüben ist wieder eine Heizung. Aber hier ist der See, also ist das die Anfangsheizung. Also gibt es nur 3 Heizungskeller. Heizungsberge. So, Cannabis können wir schon mal recht viel mitnehmen, dass wir genug Samen haben für unsere kleine Farm. Meine kleine Farm.
So, Pilze, Pilze, da hat's Pilze. Sehr gut. Haha. Nein, halt. Gib mir die. So. Essenstechnisch sind wir ja noch sehr gut auf der Höhe. Aber trinken wird so langsam. Aber da sind wir ja am See. Ein Haus am See. Ich mach mein Haus am See. Ja. Ich mach mein Haus am See. So, und hier ist nichts. Da wäre dann Le Spitzhacke gewesen. So, hier nochmal Stein. Mein Gott, haben wir viel Stein. Ich brauche mehr Holz als Stein. Aber das war ja mit Bäumen, glaube ich, gab es da immer mehr, ne? 100, 200, 259, das sind 16. So, jetzt haben wir 175. So, mal nochmal schauen, aber ich glaube, das brachte deutlich mehr. So, 175 und der ist voll, das heißt, das waren dann 25, 30 und ein paar zerquetschte. Sehr gut. Dann können wir den hier umhacken. So, dann gehe ich gleich mal mein Trinken auffüllen. Very importante. So. Wo ist sie? 5. 1, 2, Quatsch, 4. So, Wasser ist drin und getrunken. Und Wasser ist drin. Ich mache mal ein paar Mal Wasser trinken, Wasser trinken, Wasser trinken, Wasser trinken, Wasser trinken. Ich glaube, man kann so ein bisschen vortrinken. Oh, das Wassergeräusch. Wunderbares Wassergeräusch. Gefällt mir. Sehr schön. Okay. Wo wollen wir bauen? Hier sind viele Bäume. Viele Bäume. Eine Straße. Es wird langsam dunkel. Und dann kommen die Zombies. Die Wölfe und die Bären. So, hier gibt es mir aber zu wenig Pilze. Wasser haben wir hier. Hier ist alles sehr uneben. Keine Pilze. Hier auch keine Pilze. Hier auch keine Pilze. Nicht gut. Nope. Da hat's Pilze. Und da waren welche. Hier sind Pilze und da sind Pilze. Das heißt, wir sollten eventuell... Und da sind Pilze. Wir sollten genau hier bauen. Hier zwischen diesen Bergen. Wir müssen sowieso von oben nach unten bauen, ne? Sonnenuntergang. Ja, wir müssen von hier nach unten bauen. Definitiv. So, was brauchen wir denn zuerst? Zuerst mal ein Lagerfeuer, würde ich sagen. Huch, was war das? Ein Lagerfeuer. Auf der 5. I don't see it. Oh, schön. Ich mach's einfach mal hier hin. 1, 2, 3, 4, 5.
Ist doch hier. Jetzt hat es funktioniert. So, man sieht halt überhaupt nichts. Das ist natürlich schwierig. Ich knall da gleich mal 100 Holz rein. So, und dann würde ich nämlich sagen, machen wir hier erstmal eine kleine Folgenpause. Jetzt haben wir ja zumindest schon mal ein rettendes Lagerfeuer. Und jetzt sehe ich auch gerade, mein Hungerbalken ist ein Stück gewandert. Ja, würde ich sagen, machen wir eine Folgenpause und sehen uns dann morgen wieder. Wenn es wieder heißt, Time to Play hier bei Crushed in der Alpha 003A. Achso, ja, wer bis hierhin verfolgt hat, dem kann ich sagen, ich versuche wieder öfters zum Aufnehmen kommen. Es tut mir leid, dass quasi die Folgen ausgefallen sind hier bei Crushed und wahrscheinlich mittlerweile auch bei Lumberjacks Dynastie. Ja, was soll ich sagen? Mein jüngster von meinen zwei Jungs zahnt extrem und ja, da ist, da ich den zurzeit immer abends ins Bett bringe, ist sehr viel mit Schunkeln und mit Tragen und ja, beruhigen und trösten und so, weil ja, Zahnen tut halt nun mal weh und da ist dann immer sehr wenig übrig vom Abend. Und ja, wenn ich dann halt erst hier um 11 irgendwann da runterkomme und dann Rechner sitzen kann, dann ist natürlich nicht mehr allzu viel mit aufnehmen. Und dann habe ich in letzter Zeit auch sehr intensiv Vikings gesuchtet. Habe ich früher natürlich, als es rauskam schon, aber dann war da ziemlich lange Zeit einfach nicht die Muße da. Jetzt habe ich aber gerade... ein Arbeitskollege ist irgendwie auf den Trichter gekommen, hat jetzt angefangen, das ganze Ding, die ganzen 6 Staffeln durchzuschauen und ja, dann dachte ich, naja gut, dann guckst halt auch mal wieder weiter und da bin ich auch immer mal wieder ein bisschen am Suchten. Ja, aber ich gelobe Besserung, bin schon ziemlich weit, also in Staffel 6 und dann wird wahrscheinlich, die 6 ist eh die letzte und dann werde ich das dann vielleicht am Wochenende mal fertig schauen und dann ist vorbei mit Vikings und dann werde ich auch keine neue Serie anfangen, denn mir fehlt einfach die Zeit. Ich nutze die Zeit jetzt lieber wieder zum Aufnehmen, denn ich habe noch was anderes im Petto, das vielleicht, jetzt auf jeden Fall noch nicht erschienen ist, aber dann zeitnah hier auch auf dem Kanal erscheinen wird. Auch wieder eine Early Access, aber es ja, sieht sehr interessant aus, deswegen möchte ich mir das mal anschauen. Ja, gut, dann würde ich sagen, wie gesagt, sehen wir uns morgen wieder, wenn es wieder ist, Time to Play, hier bei Crushed. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.